Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blatt Grün. Der 20 Jahre Jubiläum Special Anniversary Last Lock Challenge, was auch immer, Englisch, Deutsch, Englisch. Und ich weiß, warum ich dieses leichte Intro-Theme dieses Schiffes geändert hat, nämlich an Pokémon Mystery Dungeon Shadow over Almania. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, nicht über Deutschland, ihr wisst, was ich meine. Almina, glaube ich. Da ging ich dieses Ranger. Theme, also dieses Schul-Theme so ähnlich. Oh, ich hab's ja geliebt, dieser Schule ist wirklich so ein cooles Spiel. Ich mag es bis heute immer noch wieder. So, mit dir haben wir schon geredet, ne? Ah, genau, es bringt mich aufs Thema von heute, nämlich Verschwendung. Ich hab's ja in der letzten Woche schon mal so kurz angesprochen, was ihr so von Verschwendung haltet und so, also die Folge ist vorhin hochgekommen. Tut mir echt leid, sorry Kollege, es tut mir echt leid für dich. Dass die Folge heute, also am Mittwoch, 8.6. Erst King 9 rauskam, anstatt 14:30 Uhr. Weil ich hatte die Tasche aufgenommen und nicht geschnitten und so Zeug, das muss ich halt noch machen, hatte am Tag davor so echt keine Zeit, ich habe diese Woche Fahrprüfung, deswegen, ne? Ihr verzeiht mir sehr gut. Genau, was halt diese von Luxus und so, ne? Also ich meine, gibt ja viele Meinungen zu verschwenden, so All-Inclusive wird ja viel verschwendet, weggeworfen, was haltet ihr von, also würdet ihr All-Inclusive buchen? Oh, okay. Okay, ich kann mir jetzt nicht zwingen, dieses Thema zu. Nee, ich muss sagen, wer sich einen Luxus verdient hat, der kann sich auch gönnen, aber man sollte immer noch schon auf die Natur achten. Also quasi nicht nur, weil man so viel Money hat, alles weg. Ich hasse es enorm, wenn man einfach so Müll wegwirft, so selbstverständlich, ja, man räumt es eh weg. Einerseits denke ich mir, okay, Müllarbeiter sind manchmal selber schuld, manchmal doch nicht. Aber warum? Wer gibt euch das Recht wegzuwerfen? Und dann, wenn sie erwachsen sind, dann über die hohen Steuern aufregen, ne? Okay, die meisten Deutschen sind ja generell dumm, oder die meisten Menschen, wenn man eine Volksabstimmung machen würde, so wie in der Schweiz, und fragen würde, wollt ihr Steuern abschaffen, würden die meisten auch noch ja sagen, dann noch den Staat beschimpft, warum alles so lame vorwärts geht und nur scheiß Straßen sind und so, ne? Ja, das ist Deutschland, das sind Menschen. Menschen sind immer noch ihre eigenen Vorteile bedacht und können meistens nicht mehr als zwei Schritte schauen. Für die Politik braucht es deutlich mehr als zwei Schritte. Das checken nur leider viele. Nein, ich weiß es ja nicht, weiß. Ja, das ist halt echt ein bisschen schade. Oder mit der AfD. So typisch Angstscheren vor irgendwas. Natürlich, Flüchtlinge ziehen uns Geld. Aber alles zieht uns Geld. Meine Güte. Wir hauen so viel Geld. Hypnose hat geklappt. Wir hauen so viel Geld in manche Sachen rein. Ich glaube, da werden wir es überleben. Natürlich, wir sind ein reiches Land. Ich find's auch scheiße, dass das ganze Europa uns da quasi so ein bisschen im Stich lässt und wir die ganze Scheiße für uns selbst machen dürfen. Das stimmt schon. Aber hey, warum die AfD? Und warum? Meine Güte. Mit Angst ist es ein sehr effizientes Mittel. Auch diese ganze Gewalt. Früher gab es auch schon Gewalt, aber damals hat man es mit Mittel gemacht, wie er macht. Wir erwähnen nicht so groß, damit alle denken, sie sind safe. Jetzt macht man mit Angst Politik. Das ist eigentlich genial, aber dumm. Also, dass die Leute da auch reinfallen, das ist das simpelste Schachzug, den man wählen kann. Ich bin froh, dass ich keine AfD-Wähler in meinem Freundeskreis oder so habe. Also, nicht die Wähler im Freundeskreis, sondern, okay, sondern halt bei den Erwachsenen, die ich erkenne, die sind meistens eher gegen die AfD. Auch wenn manche es nicht korrekt finden, wie die Flüchtlingspolitik ist, sind alle gegen die AfD. Aber andererseits, wollt ihr, wie Deutschland, keine Waffen oder USA oder so, ja, vor allem Deutschland, alle wollen, die meisten Deutschen wollen halt, ja, schick keine Waffen nach Syrien, wir wollen da keinen Krieg. Und verschließen damit die Augen vor dem Problem, dass da unten schon längst Krieg ist. Und ich habe mit echten Flüchtlingen gesprochen, die waren in unserer Schule noch an. Und die wollen, dass die Waffen brauchen, die Waffen, weil Assad ist von den Russen unterstützt. Also von dem russischen Regime. Und, also Putin, kriegt da Bomben und haut Bomben auf die Flüchtlinge. Der ist, der kann sich auch viel leisten. Die Flüchtlinge kämpfen mit scheiß AK-47, mit Uraltwaffen, gegen Bomber und Kampfjets. Das ist doch fucking unfair, Leute. Hallo? Und dann kommen die meisten Deutschen, nein, wir wollen da keinen Krieg, wir sind friedlich. Wir schicken keine Soldaten hin, um denen zu helfen und keine Waffen. Na gut, zur Ausbildung. Leute, denkt mehr als nur euren scheiß friedlichen Kurs. Und ich werde nicht mehr wieder Dislikes für dieses Video bekommen, weil ich mal gesellschaftskritisch was sage. Und jetzt versteht mich nicht falsch, ich liebe Deutschland. Ich mag auch die Politik von Deutschland, also dass sie relativ friedlich ist, abgesehen von Waffengesetzen und so, darüber haben wir schon geredet. Aber ich verstehe es einfach nicht. Fuck, Rüselwüsel ist noch vorne, ne? Pikachu! Ich glaube, es macht Tessa mal. Ja, aber ganz im Ernst, ich
es ist einfach nur bescheuert. Oder auch alle immer, oh Gott, USA strömt überall rein. Und die Flüchtlinge wollen auch die Hilfe der USA. Also, die beschweren sich, dass die USA nichts macht. Aber, ach komm schon. Paralysiert. Aber, wir wollen eigentlich, dass sie ihnen helfen, weil sie dann wie die bösen Kriegstreiber sind. Also wir in Bezug auf alle irgendwie. Das ist dumm. Das ist verdammt dumm. Meine Mama hat auch ein bisschen leise reden. Wahrscheinlich habe ich mich mal wieder so sehr über die ganzen Umstände aufgeregt, dass man wahrscheinlich das halbe Haus gehört hat. Das ist ja so typisch für mich. Ich sollte trotz allem irgendwie einsetzen. Auch wenn Pokémon außerhalb von Kämpfen sterben dürfen, will ich das jetzt doch nicht so unbedingt. Komm schon. Gegen ist gut. Ich dachte, ich habe keins mehr. So, damit der außerhalb von Kampf nicht stirbt. Was war denn jetzt im Item drin? Ich hab, Sternstaub, genau. War ich jetzt stehen geblieben? Nein, das war viel zu früh. Die Leute brauchen Hilfe und was. Und voll viele kommen immer mit. Warum hat die USA denn die Ukraine eingegriffen und die ganzen Mauern, die sich da nicht rausgeholt? Warum hat Russland sich nicht ausgehalten? Ich erzähl's euch. Ukraine ist verbündet mit der EU, wir sind noch nicht offiziell, aber sie wollen ja zur EU. Das will Russland natürlich nicht, weil die ja das Land wieder haben wollen. Ihr wisst ja, Sowjetunion und so Zeug. Und irgendwie will keiner von denen verstehen, dass man Bürgerkriegsland nicht allein lässt, wenn die um Hilfe bitten. Vor allem, wenn das andere Land sich einmischt. Warum beschweren die sich, vor allem die Russen, dass die USA eingreift, nachdem Russland eingreift war? Die kommen dann, ja, die haben das Recht darauf, weil es ihr Land ist. Da können wir aber auch genauso gut sagen, die USA hat ein Recht darauf, oder die NATO oder so, oder die EU oder UN. Die hat ein Recht darauf, erstens, weil der Menschenrechte verstoßen werden. Zweitens, weil die um Hilfe gebeten haben und dazu ihnen wollen. Also, Ukraine will ja in die EU, ist demokratisch bestimmt worden. Und dann, ja, dann haben sie auch das Recht darauf, quasi zu sagen, was sie ja dann quasi zu ihnen gehört. Ins Bündnis. Es ist also Blödsinn, dann zu sagen, ja, weil früher. Ist ja wie wenn ich sagen würde, ich will jetzt Königsberg wieder haben, weil es früher mal zu Preußen gehört hat. Okay, ist nicht so oder so, aber ich bin ja so ultra fasziniert von Preußen und so. Mein Kumpel auch. Wir sind voll die Preußen-Fans. Oh Gott, wir sind 12 Level über Huselwüse. Damit. Ja. Wieder eine hochpolitische Folge. Ja, Leute, also ist es halt. Und auch mit der Krim. Das war ja auch nicht so ganz recht gemäß. Da kam ja, die Krim gehört Russland, weil die haben es ihnen geschenkt. Leute, was ist das denn als Geschenk? Wir geben jemandem was geschenkt. Alter, wie viele Step-Probleme bekomme ich eigentlich hier gerade? Und dann wundern sie sich, dass die Ukrainer sich da nicht mitmachen und sich wehren. Schicken dann ihre Leute offiziell rein, rüsten die auch auf. Warum? Weil die Leute das Datei wollen, die Separatisten. Und davor hat ich glaube, mit sehr eindeutiger Mehrheit alle dafür gestimmt, zur EU oder zum Westen zu gehen. Und jetzt kümmern sich alle Russen hier in Deutschland darum, ja, USA sind so böse und die EU, weil die helfen denen, die das machen, was die Mehrheit des Landes gewollt hat. Die wollen es durchsetzen, nur weil ein paar da nicht mitspielen, die paar, die ja nicht mitspielen, sind natürlich auf der Seite von Russland, weil Russland es ja auch will. Also die zurückhaben, weil die ihre Macht natürlich nicht einbüßen wollen. Ich verstehe es auch, die haben Angst. Der Westen wird immer stärker und der Osten verliert Unterstützung. Ich sage jetzt nicht, die werden schwach. Ich meine, China ist riesig stark. 3,2 Millionen Soldaten. Stärkste, größte Armee. Russland ist auch eine riesige Armee. Ihr wisst ja, was ich meine. Und oh, schick. Wie soll ich jetzt ins scheiß Item kommen? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Okay, ich hoffe, ich komme noch irgendwie ins Item, sonst wäre. Ah doch, ich kann über den Shooter. Ja, aber ich kann die Schonung verstehen, aber wenn wir es politisch, also so sehen, wie wir es halt sehen wollen, also nach den echten Menschenrechten oder so, dann müssten wir ja sagen, die wollten hier rüber, haben mehrheitlich dafür entschieden, die Bevölkerung. Die haben ihren alten Präsidenten dafür abgesetzt, auch weil er scheiße war, aber auch deswegen. Und dann kamen ein paar, die natürlich direkt von Russland unterstützt wurden, auch die Malaysian Airline, oder wie man es ausspricht, wurde ja nachweislich von der russischen Waffe abgeschossen, die den Separatisten von den Russen gegeben wurde. Warum sollen wir unsere Leute, also unsere Verbündete, nicht supporten, die ja ein Land sind, was dafür gewählt hat, wohinter das ganze Land steht, wenn Russland ein paar Separatisten machen, direkt unterstützen, nur weil die auf ihrer Seite sind?
Also ihr könnt mir nicht mit dem Argument kommen, wie sollen die sich selbst bekämpfen lassen? Die könnten, würden sich vielleicht selbst bekämpfen, wenn Russland das Eingriff hätte. Vielleicht, aber nicht unter diesem Ausmaß. Da hatte ich es heute auch mit nach Russland drüber. Das war auch hochinteressant. Nur leider hatte sie null historisches Wissen, deswegen ich sie einfach mit meinem historischen Wissen in die Tasche stecken konnte. Das war dann auch sehr interessant. Wenn man die Geschichte kennt, das war wirklich auch politisch klar ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Also, klar ein Vorteil ist ein Vorteil. Ist mir schon aufgefallen. Und übrigens, warum viel, auch ein Grund, warum die USA in Syrien und nicht so gut helfen kann. Wie ich schon gesagt habe, Assad, also die gegnerische Seite, das ist ja so ein bisschen Drei-Fronten-Krieg, da unten IS, Rebellen, Kurden oder wie sie heißen. Und Assad eben. Assad wird ja deutlich von Russland unterstützt, offen und so, ihr wisst es ja alle, ne? Danke. Ja, wenn die USA jetzt Truppen schicken, die Leute da unterstützt, dann wäre es wieder ein Zwei-Fronten-Krieg. Also, ne, wie hieß es nochmal? Ein Stellvertreterkrieg, glaube ich. So wie es früher schon mal war, zur Zeit des Kalten Kriegs. Wie Vietnamkrieg oder Koreakrieg. Wo sie halt quasi zwei Mächte sind, die kämpfen über ein anderes Land. So ist es halt. Und das wollen dann wieder auch keine Bevölkerung. Sie sollen denen helfen. Dann richten wir Flüchtlingsunterkünfte. Dann machen wir es denen nicht so gemütlich. Aber dann wird das immer weitergehen. So, entweder bis alle Menschen dann tot sind, wir immer wieder alle hinschicken, die wieder fliehen. Es wird nicht aufhören. Wir müssen was an den Pull-Faktoren ändern. Kennt ihr den Unterschied zwischen Push und Pull-Faktor? Pull-Faktoren sind die, die sie herbringen, also genau in unser Land. Bedeutet, dass wir halt gute Sozialsteuern, also Sozialgesetze haben, helfen, liberal sind, pipapo. Und, geilste Frage jetzt wohl. Und die Push-Faktoren sind eben die, warum man aus dem Land raus will. Zum Beispiel eben Krieg, Bürgerkrieg, religiöse Verfolgung, pipapo, Wirtschaft. Also eigentlich die Gründe von wegen, die auch das Fluchtrecht machen. Wirtschaftsflüchtlinge wurden da jetzt ausgenommen seit neuestem. Ich glaube, da ging es zum Cap. Das war definitiv nicht so geplant. Scheiße, jetzt wird mein Thumbnail ganz schön aufgemessen. Aber okay. Scheiße. Man hat sich wirklich hineingeladen. Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Ja, ich habe 3. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im Hohenkraft. Oh Gott, ich werde so racken. Scheiße, mein Team ist leicht geschwächt. Nils. Oh, fuck. Ich will nicht die Nachfolge verlieren. Nein. Okay. Stimmt, ich habe mein Team geheilt. Doch, es hat es geheilt, stimmt. Ich glaube, ich hau Dennis raus. Grüße, Wüse, sorry, aber das ist ein Tick noch über deiner Liga. Oh, scheiß Sandwirbel. Okay, jetzt geht ein bisschen blöd, wenn wir uns den ernsteren Themen, also den Pokémon-Themen, nein, Spaß. Andere Themen ist ernst, aber jetzt wird's etwas kritischer. Okay, gut, zurückschritt. Shit, es ist schneller. Zieht aber 6 KP auf Sand. Und ich gehe unglaublich schnell, weil das mal wieder spannend ist. Wir ruckzuck hier wieder 6 KP, genau. Sehr gut, okay, Tomboka haben wir geholt. Sehr schön. Wir sind halt etwas overlevelt. Das ist ein Vorteil für uns. Ich hätte ein Level kennen, wie ich setzen müssen. Sagen wir mal, das Level drüber. Okay, im Nachhinein. Wir machen mal wieder das Training. Wenn er jetzt keine Folge oder so hat, was zu, wenn ich noch vor euch wechsle eintritt. So, und jetzt kommt Tessa mal zum Einsatz. Ich hoffe, sie stirbt noch nicht. Okay, gut. Ich würde sagen, wir hauen erstmal einen Giftschlag rein. Ich weiß, es ist nicht sehr effektiv, aber vielleicht wird es vergiftet. Nein, schade. Egelsam, okay. Nicht sehr stark. Ah, 78 KP und 87 haben wir maximal für Zahlendreher. Aber über Politik reden wir auch gerne nochmal, aber jetzt ist halt nicht gerade. Okay, jetzt mit dem Egelsam hat er gut gemacht. KP gut ausgeglichen. Mir Schaden zugefügt und er wird direkt geheilt. Aber es sollte trotzdem jetzt tot sein nach der Attacke. Nach dem Body Slam. So, jetzt müsste es weg sein. Weg vom Fenster, dieser Knosp. Okay, da ist ja nicht so spannend bis jetzt, aber ich will mir nichts beschwören. Ich glaube doch noch irgendjemand stirbt. Rüselwüsel, Rechter 17, sehr gut. Kopfnuss. Was hast du denn, du? Fund, was kann Kopfnuss nochmal? Schön, dass man hier nicht irgendein Infofenster anklicken muss und alles direkt beim Blick sieht. Ah, das ist natürlich viel geiler. Ich dachte, es gibt irgendeinen Schaden, aber das ist eigentlich viel besser als Pfund. So geben wir keinen Nackenklatschen mehr, die so ein bisschen fetzen. So stelle ich mir Pfunden nicht vor. So, gib einen auf den Pfunden, so kneifen, so. Kadabra.
endlich, ich wechsle einfach mal Rüsen sein. Ich weiß ja keine Kampfattacken, die sollten wir nicht machen. Welches Level ist denn der Kader abreißen? Ich glaube 18, 19 oder 20. 18. Ein Level drunter. Wir versuchen es. Shit. Okay, gut. Sehr gut, sehr gut. Yes, und Hypnose treffen. So, ich weiß nicht, ob ich habe es halt einen guten Spezialverteidiger, aber keine gute Verteidigung. Deswegen hauen wir mal Kopfnuss rein und versuchen es direkt mal. Auch wenn ich bei diesen Zurückschreckattacken immer irgendwie Angst habe, weil man physisch besser schneller aufwacht, weil andere spürt tut zwar weh, aber beim anderen spürt man es nicht noch physisch, ne? Ich bedanke mich und ich habe in seiner Kindheit über Pokémon Spiel gemacht. Auch schon, ohne schleift immer noch die fest. Das ist geil, das ist KP Ernten pur. Yes, das ging gut, die Runde ging gut. Oh ja, das hat gegeben. Nein, wir wechseln nicht und wir versuchen dieselbe Taktik nochmal. Sei dieselbe 19, also oh, das sollte klappen. Nein, nein, nein. Oh, gut. Fuck. Schlaf ein. Riskier ich's? Ich mach erstmal. Nee, ich riskier's nicht. Ich will jetzt nicht Rüsen verlieren. Nicht nochmal. Ich will nicht noch jeden Paten Pokémon verlieren oder jeden zweiten. Außerdem möchte ich Phil's Prediction von wegen, dass Rüsen nicht stirbt. Nicht enttäuschen. By the way, es gibt bald wieder einen Trainer-Talk über den neuen Trailer, der jetzt auch schon wieder eine Woche lang draußen ist, aber ja, halt den mit den Charakteren, wenn ihr es geschaut habt, schon zwei Wochen oder so. Achso, letzte Woche, also eine Woche ist es dann raus, wenn ihr das Video seht. Knapp. Was bringt bis zum Verhältnis? Wir beißen das Beiß-Pokémon und es setzt Hyperzahl ein. Das okay, ich halte es nicht so. So, gut. Dann wäre das auch geklärt. Artikel wurde besiegt. Grüße, dann ist recht so viel KP und EP und wir haben es geschafft. Mist, naja, wenigstens trainierst du deinen Pokémon. Bei drei Pokémon, die overlevelt over 1000 ist, ist kein Problem. Es soll angeblich ein Großmeister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber war nur ein seekranker alter Mann, der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du sollst ihn halt mal besuchen. Ciao. Ciao, Kollege. Au, apropos ciao. Da sagt uns unser Freund doch eigentlich ein richtig gutes Stützwort, würde ich. Stützwort. Einen richtig guten Stichpunkt, ne? Nämlich, ist das für diese Folge war? Ja, oh doch, ein bisschen länger sogar als 15 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren 18 Minuten schöne, 16. Und ich muss ja einen kleinen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao. Ciao.